Agrarwende jetzt. Das fordern die Demonstranten des Wir haben es satt Protestes in Berlin. Vor riesigen Strohbuchstaben haben sie sich vor dem Bundestag versammelt, um für einen raschen und entschlossenen Umbau der Landwirtschaft und der Lebensmittelwirtschaft zu werben. Wir fordern runter mit den Tierbeständen in den Ställen, bessere Tierhaltung und gutes Essen für alle ohne Pestizide und Gentechnik. Denn es ist höchste Zeit, dass die Höfe, die Bauern und Bäuerinnen und die Gesellschaft wieder zu den Gewinnern der Agrar- und Ernährungspolitik gehören. Die Hoffnung liegt auf der neuen Regierung. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen setzt sich seit seinem Amtsantritt gegen sehr niedrige Lebensmittelpreise ein. Außerdem will er die Bedingungen für die Landwirte verbessern. Bei vielen sind die Erwartungen dementsprechend hoch. Ich setze große Hoffnung in den neuen Landwirtschaftsminister, da er von den Grünen ist und das mir auf jeden Fall mehr Hoffnung macht als eine andere Partei, die es in den letzten Jahren auf jeden Fall nicht gut hinbekommen hat. Und ich fand seine Ansprache vorhin bei der Kundgebung auf jeden Fall auch sehr aktionistisch und hoffe, dass er diese Worte in Taten umsetzen kann in seiner Zeit. Ich wünsche mir von der neuen Bundesregierung, dass sie tatkräftig den Pestizidausstieg anpackt. Ja, und einfach die Agrarwende insgesamt, dass wir eine blühende, vielfältige, kleinbäuerliche Landwirtschaft bekommen, wo alle Insekten, auch die Wildbienen, was finden und gutes Leben führen. Dem Bündnis Wir haben es satt gehören rund 60 Organisationen an. Seit 2011 ruft das Bündnis jährlich zu Protesten auf.